Bullseye. Ey yo, was geht ab YouTube? Shinichi mal wieder am Start. Ich habe euch heute mal wieder ein Gameplay-Commentary zu zeigen. Und zwar heute mal ein Gameplay von Gruber Train. Hier hat er mit seinem zweiten Account gespielt. Also Gruber Train ist Apokalypto Gruber natürlich ja. Aber leitet man ja schon von seinem Namen heraus ab. So, also das Gameplay ist eine stinknormale Nuklear, in Anführungszeichen. Heute mal eine Nuklear gegen den ACW Leo. Falls Leute, falls ihr den nicht kennt, müsst ihr auch gar nicht nach ihm suchen. Eine unwichtige Person auf YouTube auf jeden Fall. Könnt ihr auf jeden Fall mal hier bei West Channel vorbeischauen. Da hat er, glaube ich, irgendwann mal ein Video über ihn gebracht. Ich glaube, da hat er irgendwie so erwähnt. Also er behauptet ziemlich viele Sachen gegen uns. Also er behauptet ziemlich viele Sachen, keine Ahnung. Ich glaube, zum Teil auch, dass wir schlecht werden und dies und das. Und bringt selber schlechte Kommentare und alles drum und dran auf jeden Fall. Und ja, da hat der Gruber Training halt eine Nuklear gedrückt. Oder wie ich es auch gerne sage, er hat ihn genukleart. Hört sich eigentlich scheiße an, aber was soll's. Und dann, ja, zu dem Gameplay passt es ja sogar heute mal. Eine kleine Frage an euch. Was empfindet ihr als besseres Gameplay? Findet ihr ein besseres Gameplay ist jetzt, wenn man hier, keine Ahnung, gegen Deutsche spielt, die richtig abfacken. Ich meine, man sieht's hier auch. Jumpshotten wie die größten Fotzen der Welt. Okay, Gruber tut es auch, aber sage ich jetzt mal, wenn die Gegner das tun, darf er das auch, ne? Auf jeden Fall, was findet ihr besser? Also so ein Gameplay, wo man hier gegen deutsche Schwitzer spielt, die denken, what the fuck, ey, Apokalypto, zweiter Count, ja, den muss ich killen lernen. Oder eher so ein, keine Ahnung, sage ich jetzt mal, Triple Nuklear oder eine richtig schnelle Nuklear oder sonstiges, 200 plus, 100 plus. Also schreibt es mir mal bitte unten in die Kommentare, mich interessiert sehr. Vielleicht interessiert euch auch meine Meinung. Also meiner Meinung nach sind Gameplays gegen bessere Spieler natürlich auch besser. Selbst wenn man da jetzt halt keinen hohen Score reißt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal 50 zu 17 oder 11, 12, 13, keine Ahnung, aber dann trotzdem nuklear gegen ihn gespielt hat, finde ich es als skilliger. Also schreibt es mir unten in die Kommentare, wie ihr es so findet. Interessiert mich halt sehr. Und ja, wie immer wurde hier Multiteam-Stellung gespielt, das Klassengeld weiß ich nicht, aber ich glaube, er hat hier einfach nur Schaft und Rotpunkt gespielt. Und das war's eigentlich. Keine Ahnung, wie er sonst spielt. Ich glaube, keine Ahnung, hat eine kugelsichere Weste, plündere Zähigkeit und Gewandtheit, denke ich jetzt mal. Ich glaube, ohne C4 hat er gespielt. Bin ich mir gerade nicht sicher. Ich habe das Gameplay auch gerade gar nicht hinter mir. Ja, dann sage ich einmal nur noch Tschüss. Bewerten und Kommentar nicht vergessen. Ich habe hier ein bisschen geschnippelt. Und ich meine, Leute, gebt euch sein Movement und sein Aiming hier. Meister der Präzision auf jeden Fall. Hat hier auf jeden Fall hier einmal richtig hier die Gegner gebasht. Ich meine, wirklich Leute, gebt euch mal dieses Movement und dieses Aiming, ey, ohne Spaß. Das ist richtig krass. Am Schluss war es auch ziemlich knapp, meiner Meinung nach. Und man sieht hier auch, wie oft er rot geworden ist. Ich wollte eigentlich schon Ciao sagen, aber da habe ich bemerkt, okay. Ja, kommentiere ich einfach noch ein bisschen weiter. Aber jetzt auch Schluss, Leute. Bewerten, kommentieren nicht vergessen. Ich glaube, der Gruber würde sich auch freuen, wenn ihr mal bei seinem Channel vorbeischauen würdet. Und ich würde mich freuen, natürlich, wenn ihr bei meinem Channel vorbeischaut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao! Unsere Erwartungen wurden nicht enttäuscht.